Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil des Falls von Hildegard G. Und zwar jetzt mit dem Prozess vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts in Nürnberg. Denn fast auf den Tag, genau 4 Jahre nach der Tat an Hildegard, wird vor dem Landgericht Nürnberg der Mordprozess gegen Robert F. eröffnet. Das Medieninteresse in ganz Bayern ist groß. Und damals wurde wohl das Liebesleben und die Tatsache, dass Hildegard durch ihre Liebesbeziehung einen hohen Lebensstandard pflegte, eben in der Boulevardpresse ausgeschlachtet. Und dementsprechend hoch ist dann auch der Zuschauerandrang am ersten Prozesstag. Die Anklage wirft dem Franzosen, der seit 2,5 Jahren Untersuchungshaft sitzt, Mord und Unterschlagung vor. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte Hildegard am 14. Januar 1997 erst Hiebe versetzte und dann ihren Kopf gegen den Rand des Whirlpools geschlagen hat. Anschließend soll er sie gewürgt und ihr ein Handtuch so tief in den Mund gestopft haben, dass sie daran erstickt ist. Danach soll er die Leiche einfach liegen gelassen haben. Der Grund war, dass Robert F. angeblich Hildegard rund 480.000 Mark, die er nicht zurückzahlen konnte, schuldete. 10 Tage später soll er nach Gauenhofen zurückgekommen sein, um dann die Spuren zu verwischen und 43.500 Mark zu stehlen. Noch am selben Tag wurde die Tote dann von ihrem Bruder gefunden. Und obwohl das Opfer viele Liebesbeziehungen unterhielt und der Kreis der Verdächtigen eben groß war, fiel schnell der Verdacht auf den Angeklagten. Denn nur seine Spuren sind am Tatort eindeutig identifiziert worden und er hatte das stärkste Motiv. Sind da insgesamt ja fast 500 Personen überprüft worden und von diesen anderen überprüften Personen wurde weder die DNA am Tatort gesichert, noch hatten die Überprüfungen ein Motiv ergeben. Und nur weil der Todeszeitpunkt nicht exakt bestimmbar war, hatten die Ermittlungen eben so lange gedauert. Und trotzdem gab es eindeutige Indizien, dass Hildegard in der Nacht zum 15. Januar ermordet wurde. In dieser Nacht war der Angeklagte nachweislich in der Villa. Und deswegen gab es seitens der Anklage keinen Zweifel an der Täterschaft von Robert F. Robert F. ist auch bereit, Angaben zur Sache zu machen. Nur zum Tatvorwurf will er sich nicht äußern. Und er bestreitet die Vorwürfe damit Vehemenz. Er habe Hildegard weder getötet noch beraubt. Er habe nie eine einzige Mark von ihm bekommen, weder privat noch geschäftlich. Er könne deshalb zum Tod von Hildegard keine Angaben machen, weil er es nicht war. Im Mittelpunkt der Befragung steht zunächst der Lebenslauf des Angeklagten. Im Jahr 1979 ließ er sich das erste Mal scheiden. Dann führte sein Weg von München nach Baden-Baden und dort hat er ein Antiquitäten- und Schmuckgeschäft betrieben, jedoch mit wenig Erfolg. Und in der Zeit hatte er auch Hildegard kennengelernt. Es folgte dann eine kurze Affäre nach dem Tod des Ehemanns von Hildegard. Nach mehreren heißen Nächten mit dem Opfer folgte eine langjährige Freundschaft ohne Sex. Seit seiner ersten Ehe danach war er insgesamt 6-mal verliebt. 1992 zog er der Liebe wegen nach Russland und heiratete dort zum 2. Mal Svetlana. 16 Jahre jünger. Dort versuchte er es dann mit Grundstücksspekulationen. Und auch in diesen Geschäften war er da nicht besonders erfolgreich. Reich sei er dadurch nicht geworden, jedoch hatte er nach seiner Rückkehr nach Deutschland 1996 von russischen Freunden und einem Versicherungsfall Geld zur Verfügung. Pleite, so wie es ihm die Anklage vorwirft, sei er eben nicht gewesen. Und nach seiner Rückkehr nach Baden-Baden arbeitete er als Barmann bzw. Kellner. Und in dieser Zeit hatte er dann auch wieder Kontakt zu Hildegard und wickelte für sie dubiose Geldgeschäfte ab. Nur aus Freundschaft und ohne deren Sinn zu erkennen. Als der Staatsanwalt mit den Überweisungsbelegen von Hildegard ihn konfrontiert, schweigt er. Er räumt nur ein, bei den ersten Vernehmungen gelogen zu haben, als er sagte, er habe Hildegard seit 1989 nicht mehr gesehen. Nach einer Hausdurchsuchung der Kripo wollte er nicht den Verdacht auf sich lenken. Die Nacht vom 14. auf den 15.01. habe er zwar in der Villa von Hildegard verbracht, als er jedoch am Morgen des 15. das Haus verließ,
habe Hildegard noch gelebt. Essen bzw. Drogen soll Hildegard in dieser Zeit nicht genommen haben, lediglich Alkohol. Nach Meinung der Staatsanwaltschaft ein Widerspruch zum Gutachten der Rechtsmedizin, die Essensreste und Kokainspuren im Magen von ihr nachweisen konnten. Für den Angeklagten und die Verteidigung eine logische Konsequenz, da Hildegard auch erst später ermordet wurde. Der Handschuh, der in der Nähe des Opfers gefunden wurde, gehörte ihm. Es könnte jedoch sein, dass er diesen für Arbeiten im Haus oder für Arbeiten im Garten mal angezogen und dann vergessen habe. Dass seine DNA auf dem Handschuh gesichert wurde, sei für ihn logisch. Schließlich gehöre ihm dieser Handschuh ja auch. Für den 21. bis 24. Januar kann er dann ein Alibi nachweisen. In dieser Zeit habe er seine kranke Frau zu Hause in Baden-Württemberg gepflegt. Er könne also nicht am 24. in Nürnberg gewesen sein, um in der Villa die Spuren zu verwischen bzw. um Geld zu rauben. Am zweiten Verhandlungstag steht dann die Frage im Mittelpunkt, wann Hildegard getötet wurde. Die Gutachter der Rechtsmedizin geben an, dass die Gerichtsmedizin an eine ihrer Grenzen gestoßen ist. Sie kann nicht klären, wann genau Hildegard in ihrem Bungalow in Nürnberg ermordet wurde. Je länger eine Leiche liegt, desto schwieriger ist die Todeszeitbestimmung. Zudem erschweren die zunächst hohen Temperaturen im Saunabereich, die in kurzer Zeit dann wieder absinken, eine exakte Bestimmung. Entsprechende Werte in der Fachliteratur seien halt immer nur Standardwerte, die sich auf ein gleichbleibendes Raumklima von 20 Grad beziehen. Und diese lagen in diesem Fall eben nicht vor. Sollte das Opfer vor Todeseintritt einen Saunagang unternommen haben, dann kann davon ausgegangen werden, dass die Körpertemperatur überdurchschnittlich hoch war. Der Körper kühlt in diesem Fall auch nach Todeseintritt nicht sofort ab. Die Leichenstarre in ihren Fußgelenken spreche zwar dafür, dass sie 3 bis 4 Tage vor der Entdeckung gestorben sei. An anderen Körperstellen fanden sich aber Merkmale, die auf einen weiter zurückliegenden Todeszeitpunkt hindeuteten. Todesursache war auf jeden Fall Ersticken. Sie wurde zunächst gewürgt und der Kopf dann mehrmals auf den Rand des Whirlpools geschlagen. Dies führte dann zu einer Bewusstlosigkeit. Danach hat der Täter ein kleines Handtuch in den Rachen des Opfers gestopft. Dadurch sei der Erstickungstod sehr schnell eingetreten. Interessant ist, dass im Mageninhalt Kokainspuren nachgewiesen wurden. Eine Panne der Gutachter der Rechtsmedizin und der KTU wird vor Gericht von der Verteidigung aufgedeckt. Aus dem Tatortprotokoll geht hervor, dass zwischen den Fingern von Hildegard schwarze Haare gefunden wurden. Analysiert wurden diese Haare jedoch nicht, räumte ein Gutachter vor Gericht ein. Haare vom Tatort wurden in diesem Fall nie im Labor abgegeben. Die Verteidigung wirft der Kripo eine studrige Spurensicherung, ähnlich wie im Mordfall Claudia Obermeier vor, der sogenannte Flora-Mord von Rüttenbach. Zu diesem Fall habe ich auch bereits ein Video gemacht, könnt ihr in meiner Videoliste finden. Beziehungsweise ich habe es euch einmal in der Beschreibung als Link hinterlegt. Und in dem Fall wurde 1998 der Ehemann des Opfers in Nürnberg von der Schwurgerichtskammer freigesprochen. Auch in diesem Fall wurde die Arbeit der Kripo von der Verteidigung massiv kritisiert. Die Verteidigung forderte dann im Fall von Hildegard, dass sämtliche Beweise neu überprüft werden. Und auch der Handschuh sollte neu analysiert werden, da sich die Methoden der KTU seit 1998 enorm verbessert haben. Der Richter, der auch den Vorsitz im Flora-Mord inne hatte, gibt diesem Antrag nicht statt. In den nächsten Verhandlungstagen werden vor allem Kollegen und Bekannte von Hildegard vor Gericht gehört. Es fällt auf, dass sich die attraktive Nürnbergerin von jedermann immer wieder mal Geld geliehen hat, auch von Kollegen der Bundesagentur für Arbeit. So richtig erinnern bzw. über die Geldzuwendung reden will jedoch keiner vor Gericht. Der ehemalige Chef von Hildegard sagt aus, dass er der Witwe im Laufe der Jahre ca. 40.000 Mark geliehen hat. Hildegard zahlte zwar immer wieder Zinsen dafür, das Geld aber bekam er erst von der Nachlassverwaltung wieder. Dabei hatte ihn die Witwe Anfang Januar nach seiner Bankverbindung gefragt, weil sie die Schulden zahlen wollte.
Zwei weitere Ex-Kollegen der Bundesagentur für Arbeit berichten von ihrer Beziehung zu der lebenslustigen Frau. Der eine, 65 Jahre alt, erinnert sich an Ausflüge in den 70er Jahren und unterhaltsame Stunden in den 90ern. Beim Geld aber streikte sein Gedächtnis. Vor Gericht gibt er immerhin mehr Preis als bei der Polizei. Zwischen 20 und 40.000 Mark dürfte sich die Maklerin von ihm geliehen haben. Der andere, 72 Jahre alt, hat dann noch mehr Mühe. Eine Krankheit beeinträchtigt seine Erinnerung. Rund 80.000 Mark hat er ihr laut den Unterlagen geliehen. Auch der Arzt aus Kassel, mit dem Hildegard einen Tag vor ihrer Ermordung telefoniert hat, wird vorgeladen. Der Zeuge unterhielt seit 1992 eine unregelmäßige Liebesbeziehung zum Opfer und lieh in dieser Zeit ebenfalls mehr Geld. 1994 insgesamt 150.000 Mark für ein dubioses Geldgeschäft. Eine Rückzahlung des Geldes ist nie erfolgt. Immer wieder wurde der Arzt aus Kassel vertröstet. Aber auch er erzählte vor Gericht lieber von unterhaltsamen Stunden mit dem Opfer. Was für eine tolle Frau sie gewesen sei. Das Geld war ihm nie wichtig. Nach der Rückzahlung des Geldes gefragt, antwortet er, dass er am 14.01. einen Anruf von seiner Geliebten erhielt und ihm seine Rückzahlung der Schuld in Aussicht gestellt wurde. Unter der Bedingung, dass er innerhalb von 24 Stunden weitere 40.000 Mark geben würde. Könnte er am 25. oder 26. seine 150.000 Mark wiederhaben. Doch dann hörte der Arzt nichts mehr von ihr. Bei seinen Anrufen wurde der Hörer nicht mehr abgenommen. Also diese Szene wurde auch bei Anzeigen Y sehr konkret dargestellt. Da ging es aber allerdings um 42.000 Mark, die da genannt wurden. Aber eben dieser Anruf und dann diese Aussage, dass er sein ganzes Geld zurückbekommen könnte in circa 3 Wochen, wenn er ihr noch einmal 42.000 Mark bis zum nächsten Tag überweisen würde. Ein Arzt aus der Uniklinik Erlangen sagt, das Opfer hätte am 14. Januar insgesamt 3-mal in der Klinik am Maximilianplatz angerufen. Hildegard hatte sich 6 Wochen vor ihrem Tod dort in Behandlung begeben. Es bestand der Verdacht einer Krebserkrankung. Obwohl sie betonte, wie wichtig ihr das Ergebnis sei und die Klinik sofort beim Vorliegen der Untersuchungsergebnisse anrufen sollte, war die Nürnbergerin danach nicht mehr erreichbar. Polizisten und Feuerwehrleute, die als erstes am Tatort waren, gaben an, dass sie beim Betreten der Villa nicht den Eindruck gehabt hätten, es liege ein Verbrechen vor. Alles war sehr aufgeräumt, nur ein gepackter Reisekoffer im Flur fiel auf. Die Leiche wurde durch den Bruder von Hildegard und einem Feuerwehrmann im Keller gefunden. Danach wurde sofort die Mordkommission eingeschaltet. Bei der nachfolgenden Tatortbesicherung wurde festgestellt, dass eine Person kurz vor dem Eintreffen der Feuerwehr bzw. der Polizei in der Villa gewesen sein muss. Staubaufwühlung und Kalkablagerung in der Spüle in der Küche deuteten darauf hin, dass jemand Spuren verwischen wollte. Die Verteidigung fragte einen Polizisten nach dem Verbleib der schwarzen Haare, die laut Gerichtsmedizin in den Händen des Opfers gefunden wurden, jedoch später nie analysiert wurden. Der Polizist, der bei der Spurensicherung Plastiktüten über die Hände der Toten stülpte, will allerdings dabei keine Haare gesehen haben. Nur ein Haar am Ellenbogen, dunkel wie die der Toten. Dieses Haar wurde auch gesichert und später eindeutig als Haar des Opfers analysiert. Der gleiche Polizist hatte auch den Handschuh in der Nähe des Leichenfundortes sichergestellt. Der Handschuh war nass und blutverschmiert. Er gehörte dem Angeklagten Robert F. Und der Handschuh wurde dann sofort zur kriminaltätischen Untersuchung ins Labor geschickt. Erneut wirft die Verteidigung der Kripo unsachgemäße Beweissicherung vor. Auf dem Handschuh wurden 3 DNA-Profile entdeckt. Das Blut stamme von Hildegard. Ein DNA-Profil konnte dem Angeklagten zugeordnet werden. Eine dritte konnte nicht identifiziert werden. Es war eine sogenannte Mischspur. Ein einzelnes DNA-Muster konnte nicht hundertprozentig separiert werden. Das getrennte Muster ähnelte sehr dem Profil des Polizisten mit den silbergrauen Haaren. Für einen Nachweis reichte die Analyse im Gegensatz zu der des Angeklagten aber nicht. Der Meinung der Verteidigung nach passierte dies wegen eines unsachgemäßen Sicherungsverhaltens bezüglich des Handschuhs,
sodass die DNA vermischt wurde. Nachdem das Gericht viele Bekannte des Opfers vorgeladen hatte, wurden nun Bekannte und Liebschaften des Angeklagten gehört. Eine von ihnen war Margit, 50 Jahre alt und ebenfalls wohnhaft in Baden-Baden. Sie hatte nach der Scheidung des Angeklagten mit ihm 3 Jahre lang ein Verhältnis. Seit dieser Zeit versorgte sie Robert unter anderem mit einer Wohnung, Auto und viel Bargeld, obwohl die Beziehung zu Ende war und der Angeklagte mit anderen Frauen liiert war. Am 14. Januar hatte sie Robert 300 Mark aus der Ladenkasse geliehen. Erst nach seiner Verhaftung hatte sie einen entsprechenden Beleg für die Auszahlung gefunden. Am 5. Verhandlungstag sagte dann der beste Freund von Robert aus, ein Arzt aus Freiburg. Beide verbindet eine 20-jährige Freundschaft. Anfang der 80er Jahre lernten sie sich kennen und wohnten anschließend 1 Jahr lang in einer Wohngemeinschaft in Freiburg. Er erzählte von den Versuchen seines Freundes, im Antiquitäten- und Schmuckhandel Fuß zu fassen. Robert heiratete 1993 in Moskau eine Russin. Dort versuchte der Franzose, eine Import-Export-Firma aufzubauen. Und das große Geld wollte er aber verdienen mit Grundstücksspekulationen. Investoren fanden einen Bekanntenkreis seines Freundes, der auch Geld zuschoss. Der Arzt beschreibt seinen Freund als ein Mensch mit Mitgefühl, großzügig, hilfsbereit und immer da, wenn man ihn braucht. Er war nie aggressiv und seines Wissens nach habe sich nie eine Lebensgefährtin von ihm darüber beklagt, dass er sie ausnehme. Die Getötete kannte der Zeuge allerdings nicht. Wie Robert nach seiner Rückkehr nach Deutschland an Geld kam, konnte der Arzt nicht erklären. Möglicherweise wurde ein großes Stück im Moskauer Umland nie erworben, sondern nur gepachtet und mit Strohmännern zum Schein investiert. Nach der Vernehmung reicht der Zeuge verlassen des Saals dem Angeklagten seine Hand und drückt seine Wange an die des Franzosen. Eben eine echte Männerfreundschaft. Am gleichen Verhandlungstag berichten Nachbarn von ihren Beobachtungen. Einige haben einige Tage bevor Hildegards Leiche gefunden wurde, einen elegant gekleideten Mann mit graumelierten Haaren in der Hofeinfahrt von Hildegard bemerkt. Robert hingegen hat dunkles Haar. Im Gerichtssaal erkannte ihn keiner. Eine Zeugin hatte vor der Polizei bei einer Vernehmung ausgesagt, sie hätte am 21. Januar Hildegard in Begleitung dieses Mannes an der Hofeinfahrt gesehen. Bestätigen konnte sie diese Beobachtung vor Gericht jedoch nicht. Die Verteidigung beantragt, weitere Zeugen vorzuladen. Diese bestätigen, dass Robert am 24. Januar nicht in Nürnberg war. Er soll an diesem Tag bei seiner kranken Frau gewesen sein. Nachmittags soll er jedoch auch einen Wagen der Marke Volvo in einer Werkstatt im badischen Rastatt angeschaut haben. Zwar konnte ein Autowäscher den Angeklagten vor Gericht nicht wiedererkennen, doch stimmte Roberts Aussage, dass an diesem Freitag besonders viele Autos durch die Waschanlage fuhren. Ein Kfz-Meister erinnert sich an ihn zweifelsfrei. Auf ein genaues Datum konnte er sich aber nicht festlegen. Und zum Schluss des 5. Verhandlungstages setzte der Richter die Prozessbeteiligten darüber in Kenntnis, dass der Verbleib der Haare, die in den Händen von Hildegard beim Auffinden der Leiche gefunden wurden, später jedoch verloren gingen und so nicht im Labor analysiert werden konnten, nunmehr geklärt ist. Sie wurden in der Gerichtsmedizin falsch abgeheftet und werden zurzeit gentechnisch analysiert. Das Ergebnis wird bei Vorliegen durch das Gericht in die Verhandlung eingebracht. Und der 6. Verhandlungstag im Mordprozess dreht sich dann hauptsächlich um die Ermittlung der Kripo. Wie wandelte sich Robert F. im Visier der Verhandler von einem Zeugen unter vielen zum dringenden Tatverdächtigen? Ein halbes Jahr nach dem Mord kam die Polizei auf die Spur des Angeklagten. Zu verdanken ist dies den gründlichen Vorbereitungen einer Angestellten eines Auktionshauses. Das Haus des Opfers in Gaulnhofen sollte im Juli 97 versteigert werden. In einer Kommode im Wohnzimmer fand die Angestellte, dann eben sorgfältig eingewickelt in eine Tischdecke und in einem Stapel anderer Leinentücher versteckt, neben handschriftlichen Aufzeichnungen die 4 Überweisungsbelege von rund 65.000 Mark aus den Jahren 91 und 92, Empfänger Robert F. im französischen Metz. Und daraufhin setzte sich die Kripo mit ihm in Verbindung und vernahm ihn das erste Mal Zeugen.
Und hinter einem Bilderrahmen entdeckte die Frau dann noch mehr beschriebene Zettel, die der Polizei vorher entgangen waren. Eine Tankstellenrechnung über eine 6er-Packung Bier und eine Schachtel Marlboro. Der Angeklagte bevorzugte diese Marke. Vom 12. Januar 1997, zwei Tage vor dem angenommenen Mord, lieferte weitere Indizien. An den Hälsen verschiedener dieser Bierflaschen und im Keller der Getöteten wurden Fingerabdrücke und Speichelspuren sichergestellt. Eine Analyse der Erbsubstanz deckte sich mit den Spuren an dem blutverschmierten Handschuh Roberts, mit den Spuren am Tatort verwischt worden waren, und den Daten des zu diesem Zeitpunkt noch nicht beschuldigten Zeugen in Baden-Baden. Den Vorwurf der Kripo, der Handschuh sei mit seinen Genen am Tatort gefunden worden, tat er damals als unmöglich ab. Jedoch lieferte der Angeklagte für den 21.01. ein Alibi ab. Zudem wurden die Fingerabdrücke vom Erkennungsdienst falsch einsortiert und erst auf Nachfrage des Kripo-Beamten klärte sich der Irrtum. Erst von diesem Zeitpunkt an stand Robert unter dringendem Tatverdacht. Trotzdem wurden danach noch über 400 Männer überprüft. Jedoch wurden nur Spuren von dem Angeklagten in der Villa gefunden. Erst als man davon ausging, dass Hildegard früher als bis dahin angenommen ermordet wurde, wurde Robert am 16. Juli 1998 in Baden-Baden festgenommen. In einer zweiten Vernehmung räumte er ein, Hildegard doch am 14. Januar in Nürnberg getroffen zu haben. Bei seiner ersten Aussage habe es ihm Missverständnisse gegeben, gab er zu Protokoll und forderte einen Dolmetscher. Ferner habe er nicht alles ausgesagt, aus Angst, weil ihm klar wurde, dass er vermutlich der Letzte war, der die Maklerin lebend gesehen hatte. Der nächste Verhandlungstag hatte es dann in sich. Die Ehefrau des Angeklagten, Svetlana, sagte aus. Bei der Polizei hatte sie die Aussage verweigert. Nach der Hausdurchsuchung und das Festlegen auf ihren Mann als Täter habe sie den Eindruck gehabt, das geht sowieso alles in eine Richtung. Jetzt vor Gericht wollte sie reden. Ihr Mann sei ja schließlich unschuldig. Für den 24.01., an dem Tag soll der Täter in der Villa Spuren verwischt haben, gibt sie ihrem Mann ein Alibi. Sie sei mehrere Tage krank gewesen und ihr Mann habe sie gepflegt. Nachmittags wollte er sich um einen neuen Wagen bemühen. Dann wurde sie zu den Vermögensverhältnissen befragt. Die Anklage ging davon aus, dass der Angeklagte nach seiner Rückkehr nach Deutschland vermögenslos war. Die Zeugin verneinte das vehement. Die Grundstücksspekulationen reichten zum Leben. Ihr Mann war immer sehr fleißig. Wir hatten auch Geld, als wir wieder nach Deutschland umzogen. Rund 23.000 Mark von der Versicherung, Entschädigung für ein gestohlenes Auto und dazu rund 23.000 Dollar von russischen Freunden. Nach ihren Angaben lag das Geld aber nicht auf einem Bankkonto, sondern zu Hause. Das sei eben eine russische Gewohnheit. In Russland habe man kein Vertrauen zu Banken. Weder das Gericht noch der Staatsanwalt glaubten der Zeugin. Die Zeugin konterte wörtlich, dass wir in Russland anders leben, anders handeln als die Deutschen, tut mir leid. Aber ich kann nichts dafür. Die Sache mit dem gestohlenen Auto will der Staatsanwalt genauer wissen. Der Wagen soll einem Angehörigen der Russenmafia gehört haben. Beide durften den Wagen benutzen und eines Tages wurde der Wagen geklaut. Der Mafioso soll auch an den Grundstücksgeschäften beteiligt gewesen sein. 1995 wurde er angeblich in Russland erschossen. Das Gericht erwiderte, dass diese Geschichte Bernd Stark sei, der absolute Brüller. Der stiftet ihnen ein Auto für 50.000 Mark und stirbt dann auch noch, sodass sie alles behalten können. Ob die Zeugin sicher sei, ob sie bei dieser Version bleiben will, fragt der Richter. Es gebe nach Meinung von ihr nichts hinzuzufügen. Auf eine Verteidigung der Ehefrau wird jedoch verzichtet. Und dann zaubert die Verteidigung einen Überraschungszeugen aus dem Hut. Die Rechtsanwälte hätten auf eigene Faust durch Privatdetektive weiter ermittelt. Ein Abonnent der Nürnberger Nachrichten hat über den Mordfall Hildegard in der Zeitung gelesen. Er will Hildegard am 19. Januar an einer Tankstelle an der Münchner Straße gesehen haben. Laut Anklage war sie zu diesem Zeitpunkt jedoch schon 5 Tage tot. Der 59-jährige Kaufmann hat sich erst aufgrund der Berichterstattung in der Zeitung über den Fall mit seiner Beobachtung an die Verteidigung gewandt. Dem Schwurgericht schilderte der Zeuge die Begegnung an der Tankstelle so.
Er stand an der Kasse, da drängelte sich ein junger, durchtrainierter Mann mit blonden Haaren an ihm vorbei. Der Kaufmann ärgerte sich und beobachtete den Rüpel, als der in einen schwarzen Sportwagen einstieg. Der junge Drängler war der Beifahrer. Am Lenkrad saß eine schöne Frau mit auffällig schwarz gelockten Haaren. Weil er kurz darauf an der nächsten Ampel hinter dem Sportwagen stehen blieb, prägte er sich sogar das ebenfalls auffällige Kennzeichen ein. Wenige Tage später sah er Frau und Auto in der Zeitung wieder, als getötete Maklerin mit ihrem Wagen. Zur Polizei ging er damals nicht. Es hieß, sie sei am 24. getötet worden. Da war es nichts Besonderes, dass er sie am 19. gesehen habe. Doch als er jetzt las, dass von einem früheren Todeszeitpunkt ausgegangen wird, meldete er sich. Als Beleg brachte der Nürnberger sogar die Tankstellenquittung von damals mit. Es war an diesem Tag und es war Hildegard. Zu 100%. Das ist meine Aussage. Trotz Nachfragen des Gerichts und der Staatsanwaltschaft bleibt der Zeuge bei dieser Aussage. Dann sagt endlich der Mann aus, der lange im Verdacht stand, der Mörder von Hildegard zu sein. Die Befragung des 56-jährigen Polizisten mit den silbergrauen Haaren wurde bereits zweimal verschoben. Vor Gericht sagte der Nürnberger aus, dass er mit dem Opfer seit über 15 Jahren bekannt, aber nicht liiert war. Sie waren all die Jahre auch nicht per Du. Er habe ihr immer wieder bei handwerklichen Arbeiten in Haus und Garten geholfen. Mal unentgeltlich, mal gegen Bezahlung. Dass er Hildegard nachgestellt hat, widerspricht er vehement. Schon bei seinen Vernehmungen bei der Kripo hatte er sexuelles Interesse an der schönen Witwe bestritten. Die Begründung? Hildegard hatte ihm klar zu verstehen gegeben, dass sie einen anderen Typ Mann bevorzuge. Am 14. Januar hatte das Opfer dem Polizisten die Hausschlüssel gegeben, weil sie verreisen wollte. Auch ihr Auto hatte sie ihm geliehen. Wohin die Reise gehen sollte, wusste er nicht. Er sei auch nicht der Mann gewesen, der im Frankfurter Flughafen für das Opfer den Flug in die USA gebucht hatte. Er hat zweimal im Haus nach dem Rechten gesehen, zu einem Zeitpunkt, als Hildegard laut Staatsanwaltschaft schon tot im Keller lag. Und nichts bei seinen Besuchen habe auf ein Verbrechen hingedeutet. Beim ersten Besuch war er nur im Wohnzimmer. Den Reisekoffer von Hildegard habe er nicht gesehen. Als er bei der Polizei Fotos von den gepackten Sachen sah, war ihm sofort klar, dass Hildegard den Koffer nicht selbst gepackt hat. Der Inhalt würde nicht dem Modestil von Hildegard entsprechen. Beim zweiten Besuch brachte er das Auto zurück. Ging wegen seiner schmutzigen Schuhe aber nur ins Bad. Auf den Einwand der Verteidigung, der Wagen war innen und außen blitzblank, kein Anzeichen von einem Fahrer mit schmutzigen Schuhen, weiß der Zeuge dann keine Antwort. Das sei jetzt so lange her. Auch will die Verteidigung vom Zeugen wissen, was er am angeblichen Tattag gemacht hat. Auch hier erwidert er, dass er jetzt nach über 4 Jahren wirklich nicht mehr daran erinnern kann. Die Polizei habe ihn damals nicht nach einem Alibi für den Tattag gefragt. Nur für die Zeit vom 21. bis 24.01.97. Für diese Zeit konnte er ein Alibi nachweisen. Die Polizei hatte dies überprüft. Den Handschuh, den das Gericht dem Polizisten vor Auge führt, kenne er nicht. Er habe auch diesen nie in der Wohnung des Opfers gesehen. Die Verteidiger führten an, dass eventuell Spuren vom Zeugen auf dem Handschuh sind. Er wird jedoch vom Staatsanwalt unterbrochen, der erklärt, dass beim Abgleich der DNA-Spuren mit der Speichelprobe des Zeugen ein ähnliches Profil festgestellt wurde. Eine Identifizierung ist nicht ermittelt worden. Im Gegensatz zum Abgleich mit dem Angeklagten. Ob der Zeuge erneut bereit wäre, eine Speichelprobe abzugeben. Die Kriminaltechnik sei heute weiter als 1998. Der 56-Jährige wollte sich das erst noch überlegen. Nach Meinung der Staatsanwaltschaft ist eine neue Untersuchung nicht nötig, denn alle relevanten Spuren wurden mehrmals überprüft. Die Verteidigung beantragte trotzdem eine neue Genanalyse. Spur 20D, nämlich die Mischspur auf dem Lederhandschuh, soll durch eine neue Methode untersucht werden. Was nach dem Mord im Januar 1997 technisch noch nicht möglich war, soll nun angewandt werden. Mit einem neuartigen Verfahren können speziell die männlichen Erbanlagen sogar bei einer mikroskopisch kleinen Spur sichtbar gemacht werden. Das Gericht wollte dann über den Antrag beraten.
und dann lag das Haargutachten vor. In der Hand von Hildegard wurden bei einer Spursicherung ihr Haare gefunden, welche im Labor aber ja falsch einsortiert wurden. Und diese wurden jetzt eindeutig dem Opfer zugeordnet. Auf Antrag der Verteidigung wird eine Zeugenaussage einer verstorbenen Zeugin vorgelesen. Sie hatte am 20. Januar 1997 in der Nähe des Hauses von Hildegard einen großen, blonden Mann weglaufen sehen. Diese Aussage hat nach Ansicht der Verteidiger große Bedeutung, da Hildegard bereits von einem anderen Zeugen an einer Tankstelle in Begleitung des blonden Unbekannten gesehen wurde. Anzeichen sprechen dafür, dass Hildegard mit dem Unbekannten am 12. Januar im Restaurant Schalander gespeist hat. Ein Kellner soll deshalb vorgeladen werden. Sowohl der Wirt als auch der Kellner werden vorgeladen, können sich jedoch beide nicht an Hildegard bzw. an ihren Begleiter erinnern. Um sich ein besseres Bild über das Opfer zu machen, wird vom Gericht ein ehemaliger Geschäftspartner von Hildegard eingeladen, der früher mit der Nürnbergerin Pyramidenspiele organisiert hat. Er hatte Hildegard 1990 bei einem Treffen der Spielleiter kennengelernt. Danach gab es ein Techtelmechtel mit ihr. Countdown 3000 oder Golden Nuggets hießen die Runden, zu denen in Hotels eingeladen wurde. Hildegard hatte es offenbar verstanden, in ihrem Bekanntenkreis Geld zu sammeln und Männer für das Spiel zu interessieren. Der Zockerfreund von Hildegard, er sagte Maria zu ihr, beschrieb die Nähe der Spielrunden zum Rotmilchmilieu und erzählte von Schwärmereien der Maklerin für einen Mann, der im Milieu an der Frauentormauer offenbar eine große Rolle spielte. Bei einem seiner Besuche im Wohnhaus der Frau habe er zudem den Eindruck gewonnen, sie konsumiere Kokain. Er berichtete zudem von einem aufgeregten Anruf eines Unbekannten bei der Frau, der möglicherweise angelegtes Geld von ihr zurückgefordert habe. 15.000 Mark blieb die Frau auch einem befreundeten Kaufmann schuldig, mit dem sie Geldtransfers nach Luxemburg organisiert hatte. Bei den Geschäften ging es um angebliche Renditen von 50% in einem Jahr. Als dann gegen die Betreiber der Pyramidenspiele ermittelt wurde und es zur Festnahme und Verurteilung gekommen ist, riss der Kontakt zum Opfer ab. Aus der Zeitung erfuhr er dann, dass sie ermordet wurde. Für die Verteidigung ist der blonde Unbekannte jetzt Tatverdächtiger Nummer 1. Auch wird der Kripo Nürnberg wieder fehlerhafte Ermittlungsarbeit vorgeworfen. Eine Spur führte nach Dresden. Dort wurde kurz nach dem Mord versucht, den Lebensmittelkonzern Aldi um 4 Millionen Mark zu erpressen. Diese Spur wurde nach Ansicht der Verteidigung nicht ausreichend nachgegangen. Auch dann nicht, als nach einer TV-Verhandlung in Akten 1Y erneut ein Hinweis auf die Täter der Erpressung eingegangen war. Schon nach der ersten Tatortsicherung wurde eine Verbindung des Opfers zu einem der Männer hergestellt. In diesem Umfeld ist auch der blonde Unbekannte zu suchen. Die Verteidigung beantragte deshalb die Täter der Erpressung und den Zeugen, der den Hinweis nach der TV-Verhandlung gab, als Zeugen vorzuladen. Zudem wurde es unterlassen, nach dem Mord Videoaufzeichnungen aus der Tankstelle vom 12.01. sicherzustellen. Diese Aufzeichnungen hätten weitere Aufschlüsse auf den blonden Unterbekannten ergeben können. Um die Glaubwürdigkeit von Zeugen zu untermauern, die Hildegard nach dem 14.01. noch lebend gesehen haben, hatte die Verteidigung beim Deutschen Wetterdienst die Rekonstruktion eines Protokolls der Nürnberger Witterung im Januar 1997 erstellen lassen. In den Aussagen der Zeugen war von Split gegen Glatteis und von Schnee die Rede gewesen. Der Unbekannte, so Nachbarn, soll Hildegard noch zu einem Zeitpunkt besucht haben, als sie nach Meinung der Anklage längst tot war. Diese Angaben wurden durch die Wetterkundler bestätigt. Ein Mittäter der Aldi-Erpressung sagte am nächsten Prozesstag vor der Schwurgerichtskammer aus. Auch die Polizei hatte schon kurz nach dem Mord Anhaltspunkte für diese Verbindung. Intensive Ermittlungen hat es aber offenbar nicht gegeben. Denn erst ein Mithäftling eines Nürnbergers gab dem Justizbehörden den Tipp, zwei ehemalige Geschäftspartner der Maklerin kennen angeblich die Motive für die Bluttat. Der Zeuge war als Geldkurier an der Tat beteiligt und war zusammen mit dem Haupttäter im Februar 1997 festgenommen worden. In der Haft erzählte der Geldkurier einem Zellengenossen von dem Mordfall. Erst der Mithäftling Stefan L. stellte die Verbindung zwischen den Aldi-Erpressern und dem Fall von Hildegard wieder her.
nachdem die Rätsel um den Mord Thema in der Sendung Aktenzeichen Y ungelöst waren. Bei der anschließenden Vernehmung hatte er den Aldi-Erpresser als Informanten genannt, aber keinen weiteren Details preisgegeben. Vor Gericht bestätigte der Zeuge, Hildegard seit 1994 geschäftlich gekannt zu haben. Unter anderem schlug er ihr zwei Geldgeschäfte vor, auf die sie nicht einging. Dann sei der Kontakt abgerissen. Wer Hildegard getötet hat, wisse er nicht. Er habe das auch nie gegenüber seinem Zellenkollegen Stefan L. behauptet. Ziel war es, die Geschichte der versuchten Erpressung zu vermarkten. Das heißt, sie an Zeitschriften, Boulevardzeitungen oder Fernsehsender als Story zu verkaufen. Um die Medien zu ködern, wurde die Geschichte möglichst bunt niedergeschrieben. So landete dann auch der Name Hildegard in den 7 Seiten. Die 55-Jährige war schließlich kurz vor der Erpressung getötet worden. Der Fall war medienträchtig, weil ungelöst. Einer der Erpresser hatte Hildegard gekannt. Ein gutes Lockmittel also. Mehr, so versichere der 33-Jährige, habe der Tod von Hildegard mit der Erpressung nichts zu tun. Geladen war dann der Zellengenosse des Aldi-Erpressers, Stefan L. Er sei jedoch nach seiner Haftentlassung spurlos verschwunden, nicht auffindbar. Nach Informationen der Verteidigung soll er einen Gebrauchtwagenhandel im Landkreis Mayen-Koblenz in der Eifel unterhalten. Erschienen ist der Polizeibeamte, der Stefan L. damals mehrmals vernommen und seine Zelle durchsucht hatte. Demnach habe sich L., der wegen Autoschieberei saß, gemeldet und gesagt, er wisse, wer Hildegard getötet hat. Der Preis für die Information sei eine sofortige Umwandlung seiner Haft in eine Bewährungsstrafe. Er, Staatsanwalt und Polizei wurden sich aber ja nicht handelseinig und so hat Stefan L. die Informationen für sich behalten und nur einen Aktenordner rausgegeben, in dem der Name des Mörders zu finden sei, und nannte den Ex-Zellengefährten als Informanten. Die Polizei hat dann später verzichtet, so sagte es der Ermittlungsführer, in Absprache mit der Staatsanwaltschaft, die Spur weiter zu verfolgen. Schließlich war die Geschichte, die Stefan L. erzählt hatte, äußerst fragwürdig. Abgehakt wurde auch die mögliche Verbindung Hildegards zum zweiten Aldi-Erpresser, dem Haupttäter. Der Polizei genügte ein Anruf bei den Kollegen in Koblenz. Nach deren Auskunft hatte der Erpresser den ganzen Januar 97 bei seiner Freundin in Trier verbracht. Das Gericht gibt an, dass sie trotz der Aussage des Kripo-Beamten Stefan L. als Zeugen vorladen will und lässt auch weiter nach ihm suchen. Es gelingt auch tatsächlich, ihn ausfindig zu machen. Am nächsten Tag sagt er vor Gericht aus. Stefan L., 38 Jahre alt und Kfz-Mechaniker, betreibt in der Eifel seit seiner Haftentlassung einen Gebrauchtwagenhandel. Seine Aussagen nach der TV-Verhandlung dementiert er zum Teil. Er habe nicht gesagt, dass ich den Namen des Mörders kenne. Er habe nur gesagt, dass der Mörder im Umfeld von Hildegard zu suchen ist. Es sei eine Art Redensart gewesen, ohne einen konkreten Hintergrund. Stefan L. betonte auch, er habe die im Januar 97 ermordete Maklerin nicht gekannt. Sein gesamtes Wissen über ihren Fall stamme aus zweiter Hand. Er habe sich schließlich auf das berufen, was ihm ein anderer Häftling erzählte, mit dem er 2 Tage die Zelle teilte. Dazu kamen die Informationen aus der Fernsehsendung. Er habe dann versucht, dieses Wissen zu seinem Vorteil zu nutzen. Mit der Staatsanwaltschaft wurde man sich nicht einig und er merkte, dass die Kripo seine Angaben nicht als glaubwürdig einstufte. So übergab er einen Aktenordner mit dem Hinweis, hier sei der Name des Mörders zu finden. Wie er in den Besitz des Ordners kam, wisse er nicht. Eines Tages lag dieser in seiner Zelle. Des Weiteren hatte sich bei Gericht ein weiterer Zeuge gemeldet und auch dieser Zeuge will den Täter kennen. Er nannte sogar dessen Namen, einen führenden Kopf der Pyramidenspiele-Szene, in der Hildegard nachweislich verkehrte. Die Verteidigung hatte durch Privatdetektive während des Prozesses immer wieder versucht, Zeugen ausfindig zu machen, die das Opfer nach dem 14.01.97 noch lebend gesehen haben. Doch die Ermittlungen der Polizei entwerteten diese Informationen. Demnach saß der Genannte während des gesamten Januars 1997 in Untersuchungshaft. Er kann also nicht der Täter gewesen sein. Das Gericht plante daher nicht, ihn vorzuladen. Außerdem hatten die Verteidiger den Handschuh, der in unmittelbarer Nähe des Opfers gefunden wurde, erneut durch Gutachter untersuchen lassen.
Der Handschuh war blutgetränkt und noch feucht, als er gefunden wurde. Die Spezialisten entdeckten an ihm genetische Fingerabdrücke von Robert und Hildegard. Die Gutachter der Verteidigung hatten zur Überraschung aller die Spur einer weiteren Frau gefunden. Erneut stellte die Verteidigung den Beweisantrag, sämtliche Spuren erneut zu untersuchen und zudem den Gutachter aus München als Zeugen vorzuladen. Diese Behauptung widerspreche dem, was das Gericht bisher hier gehört habe. Über den Beweisantrag werde am nächsten Verhandlungstag entschieden. Der Gutachter, der von der Verteidigung bestellt wurde, sagte aus, dass durchaus Spuren aus der Tatwohnung von einer Frau stammen können. Eine hundertprozentige Sicherheit kann er allerdings nicht geben. Die Mischspur vom Handschuh könne nicht ausreichend isoliert werden. Ein 50-jähriger Kaufmann aus Bremen sagte aus und bestätigt, dass das Opfer in den 90er Jahren tatsächlich viel Geld bei wenigen Geschäften verloren hat. Der Zeuge war damals Chef einer Firma in Luxemburg. Angebliches Ziel der Firma: Geld einsammeln und in Tourismusprojekte investieren. Im Gegenzug sollen die Investoren undefinierbare Vergünstigungen bekommen. Hildegard steckte eigenes Geld hinein und das von Bekannten. Die Firma sammelte in gut einem Jahr 2 Millionen Mark. Investiert wurde nie etwas. Ein Geschäft nach dem Schneeballsystem? Das wird von der Staatsanwaltschaft behauptet, sagte der Ex-Firmeninhaber. Die Luxemburger Staatsanwaltschaft ließ jedenfalls alles hochgehen. Sie verhaftete die Inhaber und beschlagnahmte das Geld. So konnte der Kaufmann auch, als er aus der U-Haft entlassen worden war, Hildegard nicht auszahlen. Über 100.000 Mark hatte die Maklerin ihm anvertraut. Es könne auch mehr gewesen sein. Hildegard war noch an einem anderen Projekt beteiligt, das 50% Rendite bescheren sollte. Das platzte ebenfalls. Dann sagte ein weiterer Geliebter des Opfers aus. Der Makler aus München hatte Hildegard Anfang der 80er kennengelernt. 2 Jahre lang war er ihr Lebensgefährte, führte sie in die Maklerei ein, wohnte bei ihr und half ihr beim Umbau ihres Bungalows. Von einem Polizisten ließ sie sich über Sicherheitsvorkehrungen beraten. Und dieser Polizist verliebte sich laut dem Makler in Hildegard. Er war hinter ihr her, aber sie wollte nichts von ihm. Der Polizist sei oft ins Haus gekommen. Hildegard habe ihn für handwerkliche Dinge gebraucht und daher sein Interesse an ihr geschürt. Dem Münchner war das nicht recht. Ich habe ihr geraten, wenn du nichts von ihm willst, lass ihn in Ruhe. Ihre Antwort war, ich halte ihn mir schon vom Leib. Während der Münchner Makler 1993 den letzten Kontakt mit Hildegard hatte, ist ihr der Polizist wohl treu geblieben. Nach insgesamt 3,5-monatiger Prozessdauer und 22 Verhandlungstagen werden die Plädoyers gehalten. Die Verteidigung fordert einen Freispruch analog der Beweislage im Prozess um den Flora-Mord. Grund für den damaligen Freispruch war nach Ansicht der Verteidiger die schludrige Spurensicherung der Kripo im damaligen Fall. Auch in diesem Mordfall muss der Kripo ein schlechtes Zeugnis ausgestellt werden. Gegen die nicht geständigen Angeklagten sei einseitig ermittelt worden. Wichtige Dokumente im Bungalow der Ermordeten wurden erst bei der Auktionsvorbereitung ein halbes Jahr nach dem Verbrechen gefunden. Die Aussagen eines Polizeibeamten, der bei der Witwe Hausmeisterdienste verrichtet hatte, müsse in Zweifel gezogen werden. Spuren nach Dresden zu einem Erpressungsfall und zu den früheren Geschäftsbeziehungen des Opfers in Pyramiden-Spürsysteme wurde nie nachgegangen. Dann wurde noch einiges erörtert, was schon mehrfach hier gesagt wurde. Dann geht es nochmal darum, dass ein Motiv nicht erkennbar ist und dass der Angeklagte in keiner finanziellen Not war. Da gibt es geprellte Anleger und betrogene Ehefrauen, die eher ein Motiv haben könnten. Und was ist aus den 480.000 Mark geworden, die Hildegard nach eigenen Angaben im Januar 1997 erwartete und mit denen sie ihre Schulden begleichen wollte? Und woher sollte diese riesige Summe kommen? Aus einem Honorar? Wer ist der große Blonde, von dem Zeugen sprechen? Gegen den Angeklagten spricht zwar, dass es nach seiner Abreise aus Nürnberg keine Telefonate mehr aus dem Bungalow der Witwe mehr gegeben hat. Aber wer war der Unbekannte, mit dem Hildegard am 15. Januar 1997 über New York und Miami nach Costa Rica fliegen wollte? Und am Anschluss seines Plädoyers richtete der Verteidiger sein Wort an das Gericht und kritisierte die frostige Verhandlungsführung des Vorsitzenden, wie er es in dieser Frostigkeit und Aggressivität in seiner Anwaltslaufbahn noch nicht erlebt habe.
Zudem sei das Gericht nicht an der Wahrheit interessiert und voreingenommen. Die Staatsanwaltschaft forderte für den Angeklagten eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes. Zunächst lobte die Anklage als Antwort auf das Plädoyer der Verteidigung die Arbeit der Kripo. 223 Spuren am Tatort plus 460 Spuren in den Folgeermittlungen haben dazu geführt, dass dem Angeklagten hier in Nürnberg der Prozess gemacht werden kann. Nur seine Spuren wurden am Tatort gefunden und auch die Gutachter, die von der Verteidigung bestellt wurden, sind zu diesem Ergebnis gekommen. Dann geht es nochmal um die Unklarheiten beim Todeseintritt und als nächstes dann sämtliche mögliche Verdächtige, die Verteidiger im Prozess aufgerufen haben, konnten schließlich als Täter ausgeschlossen werden. Und der Versuch, den großen Unbekannten ins Spiel zu bringen, ist gescheitert. Alle Spuren vom Tatort wiesen nur auf einen Täter hin, und zwar dem Angeklagten. Und Mordmerkmal sei Habgier. Heimtücke sei nicht zu beweisen, da man davon ausgehen kann, dass das Opfer zum Tatzeitpunkt nicht arg und wehrlos war. Und trotzdem liegt ein Mord aus Habgier vor in Tateinheit mit schwerem Raub, mit Todesfolge und eine lebenslange Haft sei die logische Konsequenz dieser Tat. Zudem beantragte die Staatsanwaltschaft die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Am 21. Mai 2001 spricht das Schwurgericht Nürnberg dann das Urteil und verurteilt den Angeklagten zu einer lebenslangen Haft wegen Mordes aus Habgier und schweren Raubes mit Todesfolge. Für das Gericht ist es nach den 3,5 Monate dauernden Indizienprozess erwiesen, dass der Restaurator die 55-jährige Witwe in der Nacht vom 14. auf den 15. Januar 97 in ihrem Bungalow aus Habgier erschlagen und erwürgt hat. Motiv Habgier. Weil er mittellos von einem Aufenthalt in Russland zurückgekommen war, hatte der Angeklagte zum einen Schulden an Hildegard nicht zurückzahlen wollen. Zum anderen wollte er 40.000 Mark Bargeld stehlen. Das Gericht ist der gleichen Meinung wie die Staatsanwaltschaft. Nur Spuren vom Angeklagten wurden am Tatort sichergestellt. Weitere Verdächtige konnten als Täter ausgeschlossen werden. Und auch wenn der Todeszeitpunkt nicht bestimmt werden konnte, spreche jedoch vieles für einen Todeseintritt in der Nacht zum 15.01.97. Zeugen können sich täuschen. Objektive Fakten gibt es nicht, dass sie danach noch gesägt wurde. Die Tatsache, dass die stets telefonierende Maklerin ab dem 15. Januar plötzlich nicht mehr telefonierte, dass sie ihre Post nicht mehr öffnete und ihre Faxbelege nicht mehr einsortierte, zählte für das Gericht mehr als die Aussagen vieler Nachbarn, die Hildegard noch bis zum 21. Januar gesehen haben wollen. Das waren alles zufällige Beobachtungen, keiner hat mit ihr gesprochen. Daher, so der Schluss, haben sich diese Zeugen in der zeitlichen Einordnung ihrer Beobachtungen geirrt. Die Handschuhe haben für das Urteil trotzdem keine besondere Bedeutung. Viel mehr Bedeutung hat dagegen das eindeutige Täterwissen des Angeklagten. Täterwissen, das er demnach schon hatte, als die Polizei ihn im August 98 verhaftet hat, obwohl er bestreitet, damals vom Tod Hildegards gewusst zu haben. Am Ende der Urteilsbegründung richtete der Richter das Wort an die Verteidigung und wehrte sich gegen den Vorwurf, das Schwurgericht sei vorangenommen gewesen. Dieser Vorwurf sei schon fast infam. Das Gericht weist damit Anschuldigungen der beiden Anwälte des Angeklagten zurück, das Gericht habe sein Urteil schon lange vor Prozessende gefällt. Der Richter sagt, der Vorwurf der frostigen Verhandlungsführung betreffe ihn persönlich, treffe ihn aber nicht besonders. Das Gericht habe alles versucht, eine sachliche Atmosphäre zu schaffen. Der Vorwurf der Voreingenommenheit allerdings trifft sehr. Die drei Berufsrichter der fünfköpfigen Kammer hätten sich aus den Akten ein Bild machen müssen. Die beiden Chefs dagegen hätten die Akten nicht gekannt. Sie können also gar nicht voreingenommen gewesen sein. Die zwingende Aktenkenntnis der Berufsrichter erinnere nichts daran, dass wir selbstverständlich bereit sind, alle Indizien noch einmal in der Hauptverhandlung vortragen zu lassen. Dahingehend habe das Gericht Aufwand durchaus nicht gescheut. Der Mörder von Hildegard sitzt seine Strafe wahrscheinlich in seinem Heimatland Frankreich ab. Er hatte nach Rechtskraft des Urteils einen entsprechenden Antrag gestellt. Sollte Robert F. seine Strafe in Deutschland absitzen, kann er im nächsten Jahr einen Antrag stellen, dass die Reststrafe 2013 nach 15 Jahren Haft zur Bewährung ausgesetzt wird. Also wie ihr seht, ist der Artikel sehr, sehr alt und man kann durchaus davon ausgehen,
dass er sich mittlerweile schon seit vielleicht fast 10 Jahren wieder frei bewegt. Gut, das Ganze ist jetzt wieder wesentlich länger geworden, als ich eigentlich gedacht habe. Deswegen habe ich jetzt einige Passagen gekürzt. Ich habe euch das aber einmal verlinkt. Könnt ihr euch dann mal genau nachlesen. Ja, das war dann die Aufklärung dieses Falls. Auch wieder sehr komplex. Ich denke mal, die wenigsten wussten eben, dass dieser Fall gelöst ist und wie er gelöst wurde. Ich verabschiede mich jetzt mal ganz schnell. Bedanke mich fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!